Francis International Airport. After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, not bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendleberry's down. We'll be right over. See, Hernandez, that is how an... Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights, baller country. Now I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Und da sind wir nun also im Ballers-Gebiet und ich heiße euch herzlichst willkommen zu Let's Play GTA San Andreas. Das Spiel, das wahrscheinlich viele der Jugendzeit sozusagen begleitet hat. Genau. Also viele von euch haben sich dieses Spiel wahrscheinlich in der Jugend auch gekauft und haben es gesuchtet bis nach Pakistan. Das ist der absolute Hammer. Ein extrem geiles Spiel, ein sehr cooles GTA, auch wenn ich sagen muss, Vice City fand ich immer besser. Aber das tut ja hier nichts zur Sache. Ne, wie gesagt, GTA San Andreas ist auf jeden Fall ein absoluter Meilenstein in der Geschichte. Und ich glaube, man kann tatsächlich auch sagen, es hat GTA einfach auf den Olymp gehoben. Naja, auf dem GTA mittlerweile einfach ist. So, jetzt müssen wir hier aufs Fahrrad steigen und mal ein Ründchen drehen, würde ich sagen. Ne? So, ich habe tatsächlich keine INB-Mod draufgehauen. So wie ich es anfangs vielleicht noch wollte oder gesagt habe, habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Einfach, naja, weiß ich nicht. Wir lassen das Ding einfach in Reinkultur. Die ganzen ENB-Mods, die waren zwar ganz nice gewesen, aber sahen halt irgendwie doch alle dann am Ende nicht so wirklich geil aus. Es hat dann doch irgendwie nicht gepasst, weil das Grundspiel halt einfach, ja, von der Optik her, es ist halt von der Optik her, wie es ist, weißt du? Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, lass es einfach so. Es hat diesen alten Charme, das gehört zu solchen Retro-Games. San Andreas ist für mich mittlerweile ein Retro-Game. Und, naja, ich finde, das sieht schon, so schon ganz nice aus. Und wir fahren jetzt einfach mal in die Grove Street. Grove Street. Home. So sieht es nämlich aus, warte mal, hier war doch... Before I fucked everything up.
War hier nicht irgendwo so ein Durchgang da hinten? Genau, da hinten konnte man nämlich durchfahren. So sieht es nämlich aus. Boah, das weiß ich noch alles. Ich muss mich erst wieder ein bisschen dran gewöhnen, aber das kommt mit der Zeit bestimmt alles noch. Einfach richtig, richtig nice. Und ich glaube, man kann die Kamera aber gar nicht... Kann man das einstellen, dass man die Kamera bewegen kann? Konfiguration, Maus und Tasten, Mauseinstellungen. Mit Maus steuern. Ah, das kann man ausmachen, sehr gut. Super. Ah, da kann man nämlich hier hin und her drehen. Siehst du, das ist doch wunderbar. Das habe ich mich gerade noch gesucht gehabt. Okay, stelle ich in die rote Markierung, um weiterzumachen. Na, liebend gerne doch. What? What's up, guys? Alter, die Grove Street, ne? Hammer nice. Die gibt's ja tatsächlich auch in GTA 5. Aber guck mal, ey, das ist doch... Boah, es ist so lange her einfach. Es ist so lange her, aber ich fühle mich immer noch so Heimat hier. Also immer noch so Heimat verbunden hier in der Grove Street, ne? Total krass. Boah, ich freue mich auf das Let's Play. Das wird super. Wir starten die erste Mission. Big Smoke. Du bist zu Hause, CJ. Du bist endlich zu Hause. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, hey! Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ? Oh, my dog! What's up? Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now, we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Lang, lang ist her. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me, it's not cut. Keep the value and keep it real. Sweet and Candle. I miss you these 5 years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. And big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Ballers, drive-by, incoming. Oh, motherfucker, my car. Alter. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Woher sind die Fahrräder auf einmal? Ich weiß es nicht. Ah, um schneller zu fahren, wie wir mal schnell hintereinander drücken. Okay. Whoa. Alter. Take you back some, huh, CJ? Yeah. Du kannst auch einen Bunny hoppen machen. Steuerung links. Jo. Cool. Stimmt, Bunny Hops, Alter. Das war auch geil. Alter, es ist so... Oh, es ist einfach so geil, endlich mal wieder San Andreas zu zocken. Dann auch gemeinsam mit euch. Alter, was?
Alter! Was geht denn mit denen ab? Was ist los mit euch? Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Okay, komm, gib mal ein bisschen Stoff hier, Alter. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was family's turf. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Boah. Oh, ihr Pisser, ey. Wo fahren wir lang? Move it. Ah, okay. Shit, a baller's car is onto us. Split up. Keep up, motherfucker. Motherfuck. Okay, wir folgen Ryder. Wir werden hier tatsächlich von Ballers attackiert, ey. Ich glaub's ja nicht. Direkt in der ersten Folge. Ihr seid doch einfach bescheuert, ihr Pisser. Boah, wir machen euch... Machen euch so... Warte. Wir machen euch so fertig. Huch. Beruhig dich mal. Du sitzt wenigstens im Auto. Wir sitzen auf dem Fahrrad, Mann. Gleiches Recht für alle. Boah, ich erinnere mich immer noch so dran. Du verbesserst du, kannst du höher springen und schnell zurücksetzen. Ohne zu stürzen. Ach, cool. Ach, wir haben den Radskill verbessert. Ah, sehr nice. Okay. Ja, der ist aber super, du. Hui. Yeah. Boah. Ja, einfach mal auf dem Highway gefahren. Gar kein Problem. Ich finde, so ein bisschen Ähnlichkeit mit GTA 5 sieht man schon. Ne, so ein bisschen halt wenigstens. Boah. Da knötert einem mit der Zeit schon der Finger, wenn man da die ganze Zeit B am Bash, W am Bashen ist. Aber passt schon. Ich bin Erster! Oh, da stehen Informationen. Da müssen wir gleich mal hingehen. Ich weiß das ja alles gar nicht mehr. Das ist einfach zu lange her. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ach genau, man konnte ja auch richtig, man kann ja auch, du kannst dein Spiel speichern, wenn du CJs Haus betrittst. Genau, man konnte ja auch zum Friseur gehen und sowas. Du kannst dein Fahrzeug speichern, indem du es in der Garage parkst. Ich glaube, man konnte auch tunen, kann das sein, tatsächlich? Stell die Markierung, um Karls Haus zu betreten. Und man konnte ja auch zum Friseur gehen und, glaube ich, auch in die Muckibude und sowas, ne? Das ging ja alles. Mega Stylo. In CJs Haus, um fortzufahren. Was mir noch nicht so gefällt, ist, dass das hier so ein bisschen... Weiß nicht, ob man das in der Aufnahme auch sieht, dass das so Wellen zieht irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie man das aus- oder ankriegt. Ich glaube, in echt würde man einfach... Würde man tatsächlich einfach die, den V-Sync anmachen. Das hat das Spiel aber tatsächlich nicht. Das heißt, es kann tatsächlich daran liegen. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Hey... Nutten. Okay. Wir gehen mal in CJs Haus. Haus der Johnsons. Um das Spiel zu speichern, nimm das Diskettensymbol auf. Wenn du das Spiel speicherst, wird die Uhr um 6 Stunden vorgestellt. Ja, das kennen wir ja noch. Das können wir ja gerade mal an dieser Stelle machen. Ach, Zeiten, als das Ganze, als Speicher noch ein Diskettensymbol waren. Alter, Disketten. Floppy-Laufwerke. Kennt das überhaupt noch jemand? Ich meine, so alt ist das Spiel jetzt auch wieder nicht, ne? Aber weißt, was ich meine. Was hat denn? Geht einfach Facebook an, aber die Set. So. Okay, können wir mal hochgehen? Ein bisschen CJs Haus hier anschauen. Ah, ich glaube, da kann man seine Fotos anschauen. Ach geil, jetzt haben wir eine Kamera hier, guck mal. Wie nice. Eine etwas pixelige Katze. Warte. Haben wir, glaube ich, ein Foto gespeichert und können uns das hier irgendwie angucken, oder? Nee. Ach, oder wurde das dann irgendwie im GTA-Ordner gespeichert oder sowas? Hier können wir, glaube ich, die Klamotten ändern. Yeah. Selfies.
Ich glaube, wir haben noch gar keine anderen Klamotten, von daher. Dürfte das tatsächlich noch gar nicht gehen. Warte mal, Binko? Ja. Gut, wir haben halt noch nichts. Das heißt, dementsprechend können wir da auch noch nicht viel ändern. Aber cool, trotzdem, cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Ist noch die Küche, was haben wir da? Cocoa Pops von Big Lox. Ein bisschen an die Fruit Loops, glaube ich. Alter, der hat den Vogel da am Würgen, Alter. Sehr gut. Das könnte Jack Daniels sein und das da weiß ich gar nicht. Und da hinten geht es, glaube ich, nirgendwo hin, ne? Nee. Das war so tatsächlich noch die Zeit, wo man Türen, die aufgingen, von Türen unterscheiden können, die nicht, konnten, die nicht aufgingen. Hammergeil. Was haben wir hier noch? Welche Automagazine? Rook. Classic Rides. Das ist ein Motorradmagazin. Da hinten haben wir noch Thrust. Das ist ein Automagazin. Sehr, sehr nice. Coole Sache auf jeden Fall. Okay. Gehen wir mal zurück in die Grove Street. Es ist mittlerweile Nacht geworden. Und hier können wir zu Ryders Bude. Oh, warte mal. Ein Handyanruf. Drücke Tab, einen Anruf auf deinem Handy entgegenzunehmen. Hello? Hey, I thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Damn, komm mal ein Foto hier. Von dem heißen Mädchen hier. Okay, von ihr nicht. Von dir. Sehr nice. Okay, Pokémon Snap hier jetzt, oder was? Okay. Rad. Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. The fucking Grove Street. You down? I'm always down. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir noch fahren. Das ist ja ganz toll. Ob ich das noch hinkriege, ey? Ich hab mal gerade. Keine Ahnung, was hier der coolste Radio ist. The way I let that old fool in my head. Yeah, I think I'll get cut up. Whatever. Warte, ich mach mal kurz die Mucke ein bisschen leiser. So. You got 5 minutes, I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. You were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. Sehr, sehr nice. Wir drehen ein paar coole Runden mit unserem Kollegen Ryder. Jetzt bleibt doch mal stehen. Er holt gleich den Basie raus, Alter. Krasser Typ. Alter. Was geht mit den Leuten hier, Alter? Okay, was ist das? Fahr dein Fahrzeug in die rote Markierung. Okay. Ah, ein Haarstudio. Geh die gelbe Markierung, um den Friseursalon zu betreten. Ja, machen wir mal, ne? Nee, da fährt jemand die Tür kaputt. Dann gibt's aufs Maul, Alter. Jo. Okay. Dann gehen wir mal zum Friseur. Oh, du siehst ja heiß aus. Okay. Geil, das ist wie bei GTA 5 tatsächlich. Jetzt suchen wir eine schöne Frise raus hier. Benutze Auf und Ab, um deine Frisur zu wählen, um Ansehen, Leertaste und Eingabe beenden. Okay. Oh ja, schön mit Schnurrbart und so. Eingabe ist zurück. Okay, deshalb können wir uns ja nicht leisten da unten. Cäsar und Bart. Was ist das denn?
Ja, das ist doch von Anfang was. Oder das nehmen wir. Ja. Weißt du nicht, wie er es geschafft hat, uns den Bart anzunähen? Oh, das Lied ist cool. Boah, ich weiß auch damals, das war früher der Theme-Song von Giga Games. Sehr, sehr nice. Also der Bumper sozusagen. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean and shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Wenn du nichts isst, verlierst du Gewicht und irgendwann auch Energie. Der rote Balken zeigt an, wie viel Energie du hast. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du zu fett. Weißt du Bescheid? Finde ich ein bisschen schade, dass sie das beim neuen GTA nicht beibehalten haben, bei GTA 5 tatsächlich. Halte Tab gedrückt, um dir die Statistiken anzusehen. Dies zeigt, zieht sich augenblicklich ihren Zustand. Immer wenn sich eine Statistik ändert, erscheint auch sie oben links auf dem Bildschirm. Hier. Respekt, Kondition, Muskeln, Fett, Sex Appeal. Yeah. Und hier wird schon wieder irgendwo geballert. Willkommen in Los Santos. Okay. The Well Stacked Pizza Co. Pizza Stack. So, da holen wir uns mal was Leckeres zu schnabulieren, oder was? What would you like? Ja, eine Pizza. Ja, wo holst du die denn her, Alter? Geil. Her damit. Nice and cheesy does it. Mm. Have a well stacked day. Geil. Das ist er schon wieder. Oh, der Boden glänzt, das ist wichtig. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh, shit. Run. Alter. This pizza parlor's no pushover. Wie kann ich denn rennen? Eigentlich. Oder sind die Cops? Super, dass sie das überhaupt nicht interessiert, dass da gerade ein Überfall war. Alles klar. Fahr Ryder nach Hause. Ich mach die Mucke noch mal ein bisschen leiser. So. Okay. Oh Mann. Das hat ja super geklappt, Ryder. Das war so überfahren like a Bronze, weißt du? Aber bremsen hier die Autos automatisch oder was? Weil man loslässt, kann das sein? Trotzdem, Ryder, es war total schlecht, was du da gemacht hast. Guck mal, ich packte sogar wieder rückwärts ein. So nett bin ich zu dir. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. Oh, der geht sich jetzt erstmal ein. Ordentlich an durchziehen, glaube ich. Okay. Dann gehen wir gleich rüber zur nächsten Mission, oder was? Yeah. Aber die, liebe Freunde, ihr wisst schon, was jetzt kommt, ne? Genau. Die starten wir nämlich erst in der nächsten Folge. Oh, wieso muss ich denn dauernd aufstoßen, Mann? Vom GTA. Let's Play GTA San Andreas. Ich freue mich drauf. Ich bin so froh, dass es endlich geklappt hat, dass wir das Game jetzt zocken. Und ich hoffe, du freust dich mindestens genauso sehr wie ich auf dieses Let's Play. Morgen um 14 Uhr geht's weiter. Und jetzt kommt der Endscreen. Bis dahin. Ciao. Ja, wie in jeder ersten Folge, wo es eine Endscreen gibt, weise ich euch natürlich gerne darauf hin, dass ihr hier unter anderem die Playlist findet. Ihr habt die Chance, ein Abo dazulassen. Und natürlich würde ich mich auch darüber freuen, wenn ihr den Videos, die ihr geguckt habt, von mir ein Like da lasst oder ein Dislike, je nachdem. Und dann weiß ich A, was euch gefällt und was ihr zukünftig sehen wollt. Und B, könnt ihr mich dadurch eben ein bisschen unterstützen, damit meine YouTube-Rank eben nicht so tief gerankt wird. Und das hat alles irgendwie technische Hintergründe und so. Das ist ja vollkommen Schwachsinn eigentlich. Aber ihr wisst Bescheid. Also ihr könnt mir damit helfen. Das wäre toll. Würde ich mich freuen. Wir hören und sehen uns morgen 14 Uhr, wenn ihr möchtet. Bei der weiteren Folge. Bis dahin. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Yeah, I'm